ist natürlich das Ding in der Abwehr, wo es auseinandergegangen ist. Wir begrüßen den Bundestrainer, Herr Prokop. Wir haben direkt eine Szene für Sie, bevor wir gleich ein bisschen übergeordnet sprechen. Die rote Karte für Hendrik Pekeler haben wir gerade am Wickel. Erstens, ist es eine für Sie, ist es die dritte Zeitstrafe, obwohl er hier Position hat? Und zweitens, waren Sie sich des Risikos sicher bewusst? Aber warum haben Sie es bewusst gemacht, ihn bei der Schiedsrichterlinie doch wieder zu bringen, gleich Beginn zweiter Hälfte? Ja, die Schiedsrichterlinie kannten wir aus dem Island-Spiel und haben uns da auch drauf eingestellt. Und die einzige Chance, doch mehr Durchschlagskraft zu entwickeln, lag in der 3-2-1-Abwehr, also die zu verändern. Und dementsprechend war Peke natürlich ganz entscheidend, weil das die Kieler Achse ist, die wir im Turnier schon sehr erfolgreich gesehen haben. Und selbst die 6-0 war nicht schlecht, solange wir vollzählig waren. Es waren sehr berührende Szenen gerade. Sie sind durchs Publikum gegangen unter großem Applaus. Der Goldtraum ist aber vorbei. Wohin würden Sie tendieren? Hat Deutschland das Spiel heute verloren oder haben die Norweger es gewonnen? Ach, das ist eine dumme Frage, finde ich. Also wir haben mit Sicherheit heute nicht unsere beste Leistung gebracht. Wir waren erfolgreicher Abwehrarbeit, häufig in Unterzahl, haben dann keine guten Lösungen gefunden und haben dann ein bisschen die Verunsicherung mit in Angriff genommen. Also heute hat mir etwas die Traute natürlich aus dem Rückraum gefehlt und dadurch waren die Norweger sehr kompakt und wir konnten dann eigentlich nur noch zuverlässig über Uwe auf Außen spielen und dementsprechend musste ich die Abwehr umstellen, um nochmal leichte Tore zu kriegen. Aber heute waren die Norweger einfach besser, muss man anerkennen und trotzdem können wir auch mit der Enttäuschung heute stolz auf das sein, was wir bis hierhin geleistet haben. Wie meinst du es? Ich glaube, wir haben wirklich eine tolle norwegische Mannschaft gesehen und im Endeffekt, so verstehe ich das, hat halt überall so dieses letzte Quäntchen gefehlt, um es dann doch für Deutschland zu entscheiden. Ja, gerade die Abwehr muss man von Norwegen nennen. Die hat uns gerade für unsere Rückraumschützen sehr, sehr schwer gemacht. Wir wollten auch, gerade wenn wir wissen, dass unsere Außen heute so gut im Spiel sind, trotzdem viel zur Mitte gehen. Und da ja, Kompliment eben an die Norweger. Die haben in Bürgelund auch einen Abwehrspezialisten, der lange Jahre in Kiel gespielt hat und auch in der Bundesliga gespielt, der seine Mannschaft genauso eingestellt hat, wie wir es auch als Trainerteam oft gemacht haben. Aber ja, das muss man auch Kompliment an die Norweger geben. Sie sagten gerade, dass Sie verschiedene Abwehrtaktiken ausprobiert haben und da Schlüssel gesehen haben. Nehmen Sie uns noch mal ein bisschen gedanklich damit. Wir haben sehr viele Tore frei von Myrhol gesehen. Wir haben eine fantastische Achse, Sargosen, Myrhol gesehen. Was hat da nicht gegriffen, was Sie sich anders erhofft haben? Also das Beispielbild, was Sie jetzt gerade zeigen, ist ja wieder eine Unterzahlsituation. Ja. Also wir hatten schon sehr viele Zeitstrafen. In meinen Augen war es kein überhartes Spiel. Und dementsprechend hier verlieren wir ein bisschen die Linie. Fabi Böhm will natürlich auf den Ballklau gehen. Das ist aber dann Risiko im Rückstand. Und das ist dann auch zu verzeihen. Das ist dann immer mal Zockerei. In der Kompaktheit, wenn wir 6 gegen 6 waren, hatten wir sie mehr im Griff. Aber es war zu selten im 6 gegen 6. Silvio Heinevetter sehen wir bei Peter Carstens. Wir wollen den Torwart der Füchse Berlin hören. Richtung Norwegen und jetzt natürlich auch an die Fans. Wir begrüßen den Kapitän Uwe Gensheimer. Wie geht's Ihnen? Super Frage. Uns geht's beschissen im Moment natürlich, weil wir einfach niedergeschlagen sind, enttäuscht. Wir haben es natürlich mehr vorgenommen, haben es nicht geschafft, heute auch so eine starke Leistung abzurufen, die nötig ist gegen die Norweger, um die Norweger zu schlagen. Und das tut im Moment weh. Wir suchen auch, oder beziehungsweise wir nennen gerade ein paar Gründe, die offenkundig waren. Wir haben Silvio Heinevetter gerade gehört. Herr Prokop hat schon gesagt, sehr viel Unterzahl, sehr viel freie Bälle, sagt der Torwart. Das ist natürlich klar, dass in so einem Spiel dann auch was Exorbitantes im Tor passieren muss. Sind die manchmal dann aber die ärmste Sau, wenn sie so viel Freie bekommen? Ja, es hat ja viele Faktoren. Zum einen, dass die Norweger sehr, sehr gut gedeckt haben und wir da nicht mit genügend Power aufs Tor sind. Das bedingt, dass sie ziemlich defensiv stehen konnten und unsere Kreisläufer nicht so frei waren als sonst. Dazu zu viele technische Fehler und dann machen es die Norweger eben im Tempospiel, in der schnellen Mitte, in der zweiten Welle richtig gut. Haben heute Spiele gehabt mit Röth und Sargosen, die natürlich dann im 1 gegen 1 richtig stark sind und schwer zu halten sind und das haben wir heute nicht geschafft. Ja, das ist, wir reden immer von den Norwegern, aber heute müssen wir Sander Sargosen nennen. Seine Statistik ist heute überragend, auch in so jungen Jahren schon die Entscheidungen zu treffen, nicht nur in
Überzahl. Uwe kennt den, er spielt zusammen mit ihm in Paris. Das war halt einfach sehr schwer zu stoppen. Ja, wir können ihn noch mal sehen. Das sind natürlich auch alles die Sachen, die Sie sich in der Vorbereitung angeschaut haben. Sind es dann im Endeffekt, wenn wir die Kompaktheit der Deutschen und das Geschlossene herausgestellt haben in den vergangenen Wochen, ist es dann heute natürlich auch so ein Weltklasse-Spieler, der so einen Unterschied einfach macht? Das gilt es dann anzuerkennen natürlich. Ja, in den entscheidenden Momenten hat er schon immer wieder die richtigen Entscheidungen getroffen, gerade im Überzahlspiel. Aber unter Druck wollten wir ihn mehr bringen und dazu war aber der Spielstand dann nach der Pause, nach dem kurzen Auflimmern, dann zu schnell mit 3 Toren, 4 Toren Rückstand. Dann sind Sie immer wieder rangekommen, aber so dieses auf -1 oder gar unentschieden zu kommen, das passierte dann halt nie. Wie ist es dann auf dem Spielfeld? Merkt man dann, dass es einem irgendwie entgleitet oder hat man das große Ganze gar nicht so im Blick? Geht immer nur Angriff auf Angriff? Ja, am Ende läuft natürlich die Zeit ein Stück weit weg. Aber ja, das ist richtig gesagt, wir haben es dann nie geschafft, das Ding zu drehen. Wir hatten eigentlich einen überragenden Start ins Spiel, glaube ich, waren direkt 3-1 vorne. Aber dann haben wir es nicht geschafft, diesen Schwung mitzunehmen. Die Norweger konnten das ziemlich schnell egalisieren und waren dann selbst auch in der Partie und haben es dann, wie gesagt, richtig gut gemacht. Das muss man dann an dieser Stelle auch mal anerkennen. Vielleicht will Uwe natürlich nicht über sich selber sprechen, aber genau diese Phase, wo er sich den Wurf aus dem kurzen Winkel nimmt und dann lang flach reinhält, das war ja zu spüren. Der Captain geht voran, will die Bälle haben und wir haben heute wenig über außen hingekriegt, trotz dieser Riesenquote, die wir hatten. Aber das war leider am Ende dann zu wenig. Machen wir gleich, bevor wir Sie entlassen, kurz einen Abschlusssatz noch hören. Aber einmal einen verdienten Sieger heute, Beate Mürhol bei Lennart Brinkhold. Danke. Viel Erfolg für Sonntag. Norwegen spielt das WM-Finale gegen den Gastgeber, gegen Dänemark in Herning. Wir haben eine begeisternde Zeit erlebt. Wir wissen genau, wie es jetzt in Ihnen aussieht und wir sehen auch Ihre Gesichter. Ist es Ihnen trotzdem schon möglich, das große Ganze einzuordnen, so eine Viertelstunde, 20 Minuten nach einer großen Enttäuschung? Silvio Heinevetter hat das ja eben auch schon relativ schnell wieder zukunftsgewandt gemacht. Ja, neben dem Erfolg bei dieser Weltmeisterschaft war das natürlich ein großes Ziel, dass wir etwas für unseren Sport tun können, dass wir diese große Chance mit einer Weltmeisterschaft in Deutschland nutzen können, was für den Sport, den wir alle lieben, was zu leisten, wieder mehr Menschen zum Handball zu bringen und die Begeisterung neu zu entfachen. Ich glaube, das haben wir geschafft. Da können wir stolz drauf sein über unsere Art und Weise, wie wir gespielt haben, über unser Auftreten, unsere Werte, die wir in unserer Mannschaft gelebt haben über diese Zeit. Auch wenn das Turnier jetzt noch nicht fertig ist, sind wir darauf trotzdem auch ein bisschen stolz. Es ist Ihnen sehr zu wünschen, dass Sie das natürlich mit ein paar Tagen oder gerne auch Wochen Abstand zu würdigen wissen, wie viel Identifikation Sie geschaffen haben natürlich mit Ihrer Mannschaft, Herr Prokop. Wie richten Sie die jetzt wieder auf? Das sind alles Profis, die machen es wahrscheinlich im Wesentlichen mit sich selbst aus, aber es gibt noch ein Spiel um Platz 3. Ne? Ganz genau. Also jetzt lasse ich Sie erstmal in Ruhe. Das muss jeder für sich erstmal verarbeiten und dann haben wir unsere Reise in Verbindung mit Ansprache und Ausblick auf trotzdem eine Chance, eine Medaille zu erreichen bei einer WM. Das lassen wir uns nicht nehmen. Das ist eine ganz tolle Sache. Und die wir mitnehmen wollen und was Uwe und was auch Heine gesagt haben, das Wichtige ist ja, dass die Nachhaltigkeit bleibt in Deutschland, dass wir viele Idole hier geschaffen haben und dass wir weiter präsent sind, diese coole Sportart da nach vorne zu bringen. Der Motor des Busses läuft schon draußen. Sie fahren heute Nacht noch direkt nach Herning. Bei aller Professionalität, die auch Handball Deutschland erwartet und erwarten kann, gestatten Sie einen Frustschluck heute Abend oder es kommt ja wahrscheinlich keiner in Schlaf, oder? Ob's da... Gibt es eine Tankstelle, die noch angelaufen wird? Leider hätte es ja anders lieber ausgesehen. Ja, schnell in den Schlaf kommen wir nicht. Ob wir noch ein Bierchen trinken, wird der Coach dann entscheiden. Dominik, einen Abschlusssatz noch zu den beiden. Wir gehen auch nach Herning, aber vielleicht für heute. Ich würde gerne trotzdem noch mal die Nachhaltigkeit auf. Wir sind gerade die Familie im Hintergrund. Wir geben unsere DNA weiter und das können wir nur, wenn wir es vorleben. Wir haben einen tollen Plan vor uns. 5 Jahre bis 2024 wieder eine Heim-EM stattfindet. Und diese Mannschaft, die hier an den Start gegangen ist, die wird das weitertragen, wird Vorbilder haben. Deswegen, das ist mal ein großes Plus. Vielen Dank fürs Kommen. Auch in der Niederlage ist es ganz wichtig, genau das vorzuleben. Vielen Dank, Herr Prokop. Kommen Sie gut nach Herning. Wir sehen uns am Wochenende. Und wir hören oberste Stelle den Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier.